Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sage und schreibe, 30 Millionen EU-Bürger besitzen kein Girokonto. Alleine in Deutschland sind schätzungsweise 700.000 Menschen ohne ein Konto. Wir sprechen also beileibe nicht über ein Randphänomen, sondern wir sprechen heute über eine wichtige Frage sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe. Und für uns als Linke ist seit langem klar, dass hier endlich etwas passieren muss. Denn kein Girokonto zu haben, das schränkt jeden Menschen im Alltag stark ein. Und weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es noch nicht alle wirklich begriffen haben, möchte ich Ihnen einfach noch mal einige Beispiele dazu nennen. Wer kein Girokonto hat, der kann eben nicht bequem per Bankeinzug und Dauerauftrag Miete, Strom oder Telefonkosten bezahlen. Mal eben mit der EC-Karte im Supermarkt bezahlen, geht nicht, und am Geldautomaten Geld abheben funktioniert eben auch nicht. Man kann auch niemandem Geld überweisen. Und welche Menschen sind davon betroffen, meine Damen und Herren? Es sind oftmals diejenigen, die überschuldet sind, die erwerbslos sind oder gleich beides, denen die Banken ein Konto verweigern. Und kein Girokonto zu haben, wird für Sie dann zu einem doppelten Problem. Sie sind dann benachteiligt, wenn es darum geht, eine Wohnung anzumieten oder eine Arbeit aufzunehmen, wenn man keine Kontoverbindung angeben kann. Und zusätzlich wird es auch noch richtig teuer, denn bar Ein- und bar Auszahlungen lassen sich die Banken bis zu 15 Euro per Überweisung kosten. Das heißt, die Banken verdienen noch kräftig an der sozialen Notlage dieser Menschen mit. Hier dürfen wir nicht länger zusehen, meine Damen und Herren. Und genau deswegen setzen wir uns als Linke seit vielen Jahren für ein kostenloses Girokonto für alle ein. Das vertreten auch die Sozialverbände inzwischen. Und ich freue mich, dass wir inzwischen auch Anträge von allen Oppositionsfraktionen, also auch von Linken, SPD und von Grünen haben, die im Kern das gleiche Anliegen, nämlich das Recht auf ein Girokonto, verfolgen. Nun, es ist schon erwähnt worden, man muss der Ehrlichkeit halber schon sagen, dass auch die rot-grüne Bundesregierung, die schwarz-gelbe Bundesregierung hier nichts Wesentliches geändert hat. Auch SPD-Kollegen haben bei alten Plenardebatten vor einigen Jahren noch gesagt, na, lasst uns mal auf diese freiwilligen Selbstverpflichtungen setzen, dann wird es schon irgendwann etwas werden. Es kam nicht besser unter Schwarz-Rot, und wie wir auch heute gehört haben, unter Schwarz-Gelb gibt es keine ernsthaften Bestrebungen, ein Girokonto für alle einzuführen. Alle setzen auf diese Selbstverpflichtung der Banken. Das Ergebnis ist einfach, dass Hunderttausende immer noch kein Konto haben. Und deswegen sagen wir als Linke, Selbstverpflichtungen bringen es nicht. Wir brauchen endlich eine gesetzliche Regelung. Und es kann ja sein, dass es bisher kein Recht auf ein Girokonto gibt, Herr Brinkhaus. Aber wir als Linke wollen es einführen, und ich finde, das wird auch höchste Zeit. Es gibt ja das ein oder andere Argument, mit dem das Recht auf ein Girokonto immer wieder abgelehnt wird. Sehr abenteuerlich fand ich das Argument, was von der FDP gebracht wurde, dass es ja irgendjemand bezahlen muss. Also da sage ich als Bankkundin ganz ehrlich, ich bezahle lieber mit meinen Kontoführungsgebühren mit, dass arme Menschen ein Girokonto erhalten, als für die Boni der Bankmanager. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das auch endlich so sehen würden. Das ist keine marxistische Mottenkiste. Ich werde das hier noch mal sagen, damit es alle hören. Ich finde, es ist ein Grundrecht, dass jeder Mensch am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Dass die FDP das hier nicht genauso sieht, das haben jetzt alle hier noch mal gehört. Und was ich auch nicht akzeptieren kann, das will ich ganz ehrlich sagen, es ist schön, dass die Sparkassen jetzt Basiskonten anbieten werden. Das ist gut so. Aber was wir als Linke nicht akzeptieren, dass es dann wieder die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Banken ist, dass sie die armen Kunden ein Bankkonto anbieten und die privaten Banken sich die besseren Kunden, die zahlungskräftigen Kunden raussuchen. Das hat ja mit sozialer Gerechtigkeit nun wirklich nichts zu tun. Meine Damen und Herren, wer heute kein Girokonto hat, der kann am sozialen Leben nicht teilnehmen. Wir freuen uns sehr, dass von der EU jetzt endlich eine Initiative kommt. Was ich aber nicht durchgehen lassen kann, dass Sie sich jetzt da hinstellen und sagen, ach ja, irgendwie ist es doch ganz schlimm, aber warten wir doch mal, was von der EU kommt. Ich finde, man kann sich hier nicht hinter der EU verstecken. Man kann auch hier im Deutschen Bundestag endlich das Recht auf ein Girokonto einführen. Das wird höchste Zeit. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Nicole Maisch für die Fraktion Bündnis.